Und damit ging das Bangen weiter. Verlängerung, keine Entscheidung, Elfmeterschießen bis zum endgültigen Ende. Also, erster Elfmeter gegen das Tor von Baumgartner. Und zwar steht er in jenem Tor, dass der Donau näher ist, wenn Sie sich ungefähr auskennen, meine Damen und Herren, hier im Praterstadion. Der Austria-Tormann hat bereits seine Position bezogen und die Nummer 9, Kasaschunuk, steht bereits drüben, um den Elfmeter zu schießen. Also das ist jetzt die Aufregung. Ich möchte gar nicht hinschauen, aber ich muss es tun. Ich muss Ihnen ja schildern. Achtung! Kasaschunuk läuft an. Schuss, Tor, 1:0. 1:0 für die sowjetische Mannschaft. Schön getäuscht, unhaltbar für Baumgartner. Und jetzt kommt der erste Elfmeter für die Wiener Austria. Also im ersten Durchgang werden von jeder Mannschaft 5 Penalties getreten. Und sollte dann noch keine Entscheidung gefallen sein, dann wird also quasi von jeder Mannschaft einmal geschossen, bis eine Entscheidung fällt. Eine Nervenmühle. Jetzt Elfmeter für die Austria. Schießen wir Tommy Paritz. Tommy Paritz ist schon drüben. Torhüter Gontar postiert sich und jetzt bitte Daumen drücken. Kann er diese Nervenbelastung überhaupt durchstehen, der Tommy Paritz? Jesus, na, ganz ruhig wird es im Stadion. Alles passt jetzt auf. Achtung, Paritz läuft an. Tor, 1:1. Gott sei Dank. Jetzt kommt der zweite Schütze für die Sowjetunion. Maximenkov mit der Nummer 10. Die Zuschauer buhlen jetzt den Schützen aus. Maximenkov beim Stande von 1:1. Er ist der zweite sowjetische Spieler, der jetzt beim Elferschießen antritt. Wieder postiert sich Baumgartner. Also Baumi, vielleicht gelingt es da. Der Russe läuft an, Schuss, Tor, genau in die Kreuzecke. 2:1. Keine Chance für Baumgartner. Und jetzt kommt der nächste Wiener dran. Es ist Birkner, wenn ich nicht irre. Birkner, Hansi, läuft nun hinunter, begleitet von den Wünschen der 70.000 Zuschauer hier im Praterstadion. Und wahrscheinlich von Hunderttausenden an den Radiogeräten, die live also diese dramatisch entscheidende Szene miterleben. Man kann ja wirklich Magenweh bekommen. Wieder steht Gontar im Gehäuse und Birkner, der heute schon einmal in den Elfer verwandelt hat, läuft an. Achtung, Birkner läuft an. Schuss, Tor! 2:2. Also, noch ist nichts verloren. Auch hier wieder, völlige Ausgeglichenheit. Jetzt kommt der dritte Elfmeter. Und zwar geschossen von Zeretelli, glaube ich. Ja, das ist der Mann, der per Kopf den Ausgleich in Tiflis geschossen hat. Und dann wird Jakubik antreten. Also man muss da schon einiges mitmachen. Alle anderen Spieler müssen auf der anderen Seite stehen, in der anderen Hälfte. Jetzt läuft er an, Achtung! Baumgartner konzentriert sich, Schuss! Und wieder Tor. 3:2. Schön getäuscht, keine Chance. 3:2. Und jetzt wer kommt? Der Prohaska, ganz gemächlichen Schrittes, eilt er dem gegnerischen Tor entgegen, konzentriert sich, was er sich nun wohl denken mag. Ist ja unfassbar, dass nach 120 Minuten zweier so großartig spielender Mannschaft die Entscheidung also durch dieses Elfmeterschießen fallen muss. Aber es muss eine Entscheidung fallen. Prohaska legt sich den Ball auf und jetzt drückt man die Daumen. Torhüter Gontar konzentriert sich. Prohaska läuft an. Achtung! Tor! Todsicher verwandelt! 3:3 durch Prohaska. Ja, also bitte. Bisher alles gepasst. Jetzt kommen wir die Sowjetrussen dran. Und zwar Jakubik mit der Nummer 15 wird schießen. Es dauert alles so lange. Die Leute müssen sich konzentrieren. Wir warten auch an der Outlinie. Achtung, der Schiedsrichter gibt ein Zeichen. Es steht 3:3. Was ist passiert? Prohaska wollte schon in die Kabine gehen. Er darf das nicht, er muss draußen bleiben. Es könnte ja weitergehen. Also, Jakubik, der wenige Sekunden vor Schluss den Anschlusstreffer geschossen hat, wird nun schießen. Baumgartner konzentriert sich. Jakubik schafft einen Schuss, wieder Tor.
4:3, also todsicher. Keine Chance für Baumgartner. Und jetzt kommt Morales. Morales, der so gut gespielt hat. Hoffentlich ist er auch so gut bei Schuss, meine Damen und Herren. Es ist so, man könnte das Niederfallen einer Stecknadel hören, im Moment, in dem geschossen wird. Und der Austria-Torhüter Baumgartner hat bisher wirklich keine Chance gehabt, etwas zu halten. Die Tore wurden also, das waren Bombentore von den Dynamo-Spielern. Es sind also dieses gewohnt. Und die Austrianer, die schießen heute halt ein bisschen technischer. Sie täuschen den Tormann, hoffentlich auch diesmal. Morales gegen Gontar. Morales also nimmt einen Anlauf ganz von der schrägen Seite. Und Tor, 4:4. Also jetzt, meine Damen und Herren, oder nie. Jetzt schießt Bubnow mit der Nummer 5, Bubnow. Das ist der Abwehrspieler, der lange, mächtige, der schießt. Also jetzt wünschen wir dem Baumgartner, dass ihm das gelingt, was also keiner zu hoffen wagt mehr. Denn bisher waren das also Kanonenschüsse, die da auf sein Tor gekommen sind. Jetzt Bubnow wird also diesen Elfmeter schießen. Achtung, Baumgartner, Konzentration, volle Konzentration. Das ist der letzte Elfer. Bubnow bleibt an. Schuss und Tor gehalten! Baumgartner gehalten, gehalten, gehalten! Wie wir narrisch, meine Damen und Herren! Und jetzt haben wir es! Jetzt haben wir es in den Beinen! Jetzt muss Martinez den Ball ins Tor treffen! Baumgartner hat diesen Penalty gehalten! Das war wieder ein ganz gefährlicher Bombenschuss! Und jetzt, meine Damen und Herren, liebe Österreicher, haltet jetzt die Daumen! Der kleine Martinez, nach der Pause ins Spiel gekommen, der Uruguayer, hat es jetzt in sich, das Spiel für die Austria zu entscheiden. Jetzt oder nie. Deuter Gonta konzentriert sich. Achtung. Martinez läuft an. Tor! Tor! Los, vorbei! Austria ist im Finale!